Mein lieber Quentin, habe ich dir mal die Geschichte erzählt, wie wir in London in einen Tresor eingedrungen sind und zwar nur mit Hilfe eines Kernbohrgeräts? Tausende Male. Hast du nichts Neues? Du klingst schon wie eine gesprungene Schallplatte. Ihr habt einfach keinen Sinn mehr für die wahre Kriminalität. Ernsthaft, euch geht's doch nur noch darum, Gras zu verkaufen und da schneller Geld zu verdienen. Es ist ein friedliches Leben. Aber was habt ihr davon? Mehr als Biergeld kriegst du da nicht raus. Al Capone, Bonnie and Clyde, Señor Pablo Escobar. Das waren Helden. Nicht für jeden, aber fuck, sie waren Idole für das einfache Volk. Viel Geld und heroische Geschichten von wilden Raubzügen und Protesten gegen das System. Einer der Bösen zu sein, war damals noch eine Kunst. Ja, und sie alle wurden nicht sonderlich alt. Da bleibe ich wieder lieber bei meinem Gras- und Biergeld. Dir fehlt einfach der Sinn fürs Feine. Ja, dann komm einfach zurück in die Action und zeig uns, was du kannst. Anstelle uns die ganze Zeit aus deinem Sessel zu verurteilen. Du würdest in der modernen Welt nicht 5 Minuten überleben, alter Mann. Dafür bin ich zu alt. Aber ihr könnt noch einiges von mir lernen. Was ist passiert? Ich habe keine Ahnung. Ich komme ja später dazu. Edgar sollte aufpassen. Es ist alles so schnell passiert. Ich habe ihn den Rücken gedeckt und aufgepasst. Und auf einmal hatte er ein Messer im Bauch. Ich konnte nichts dafür. Es war zu spät. Glaub mir, es ging alles viel zu schnell. Ich konnte ihn nur noch da rausziehen. Sag mir wenigstens, du konntest ihm die Kohle abnehmen. Wo ist das Gras? Es ist kein Wunder, dass du kriminell geworden bist, weil du für alles andere zu dämlich bist. Weißt du wenigstens, wer der Typ war? Ich habe keinen Namen. Ich weiß nur, er hängt immer in der Bar rum. Er ist wohl ein Teil des inoffiziellen Personals. Einer der Männer fürs Grobe. Ich schätze, dann müssen wir in die Höhle des Löwen. Denn so eine Scheiße treibt keiner mit uns. Ja? Leute? Wir haben uns um Geschäftliches zu kümmern. Was sollen wir machen? Typen suchen und zusammenschlagen? Nein! Nein! Ihr scheint es immer mehr zu vergessen. Aber ihr seid nicht hier, weil ich eine Gruppe von versoffenen Hillbillys will! Wir verhalten uns wie Profis. Wir gehen da rein und versuchen es diplomatisch. Und wenn die Typen nicht mitspielen, dann machen wir es auf die harte Tour. Aber dann so, dass keiner von denen mehr mit Messern spielt. Und gerade einen von uns verloren, denkst du nicht, dass wir es dabei belassen sollen? Sei doch keine Pussy, wir versuchen es ja erstmal wie Profis. Danach kommt erst der Spaß. Ah, den Typen schlitzt sich auf. Der hilft mir hoch, Jungs. Hätte ich mal lieber einen Rudel Affen trainiert? Okay. Edgar. Quentin. Quentin! Ihr kommt mit mir. Robert, du hilfst Matthew wieder auf die Beine. Und kein Geschlitzer, bevor ich es sage. Gut? 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 Gut. Vermisst hier irgendjemand sein Messer?
Jo, das ist meins. Du siehst nicht aus wie der Typ, den ich erwartet habe. Und trotzdem bin ich die Person, die du hier gefunden hast. Also was willst du? Weißt du, ein Freund von mir wurde hier sehr unfreundlich empfangen. Ja, der Kleine. Hat er seine Lektion gelernt. Er ist gerade so durchgekommen. Und ich bin hier, weil ich einfordere, was du ihm gestohlen hast. Plus ein Bonus für die Unannehmlichkeiten. Du bekommst heute gar nichts von mir außer Schmerzen und einen passenden Beutel für alle deiner Kids. Pass auf, ich werde jetzt hier kein Blutbad veranstalten. Aber ich gebe dir noch eine Chance. Sollen mir die kleinen Babys etwa Angst machen, oder was? Du weißt ganz genau, wo du mich findest. Da ist die Tür. Verpiss dich. Ich komme wieder. Verlass dich drauf. Was machen wir hier? Quentin, ich bin kein Straßenschläger. Ich werde den Krieg nicht mit Messern gewinnen. Wir sind aber keine Soldaten. Wir wollen nur die schnelle Kohle verdienen. Können wir es nicht einfach vergessen und weitermachen wie zuvor? Ihr habt anscheinend keine Ahnung, wie es hier läuft. Dieses Schwein hat einen eurer Brüder fast getötet und ausgeraubt. Und wenn wir das jetzt nicht stoppen, dann wird er das wieder und wieder und wieder tun. Und wenn ihr jetzt den Schwanz einzieht, nimmt euch keiner mehr ernst. Das ist eure Chance, euch einen Namen zu machen. Und wenn wir das jetzt richtig anpacken, sind wir keine kleinen Fische mehr. Dann verdienen wir die richtige Kohle. Also, reißt euch zusammen. Wisst ihr, manchmal muss ein Mann tun, was ein Mann tun muss. Ich melde mich bei einem alten Freund. Und wann kommt er? Wenn er der Meinung ist, dass die Lage sicher ist. Mein Freund ist ein bisschen paranoid. Also, macht's euch bequem. Mein alter Freund. Lange nicht gesehen. Hi. Seid ihr allein? Sind wir. Wo ist die Ware? Sie war die ganze Zeit hier. Größere Kaliber, die kosten aber mehr. Zwei davon und zwei mit mehr Feuerkraft. Jo, ich nehme keine Waffe. Dir
wird hier die Möglichkeit gegeben, für deinen Bruder einzustehen. Und das tust du am besten, indem du Blut für ihn vergießt. Edgar, es gibt Momente im Leben, da musst du über deinen Schatten springen. Es gibt Momente, in denen wirst du Dinge tun, die du dir nie zugetraut hättest. Das sind die Momente, für die wir Gangster leben. Wir machen den Deal. Robert, mach dich bereit. Heute Nacht üben wir Vergeltung aus. Was zur Hölle habe ich verpasst? Eine Menge. Der Bitch werde ich so zeigen. Du kannst kaum stehen, wie willst du kämpfen? Quentin, gib ihm die Waffe. Guck dir den Kleinen noch an. Nicht so agil, aber fuck, motiviert bis in die Spitzen, Mann. Ich glaube, dafür haben wir eine Waffe zu wenig. Edgar, ein alter Haudegen wie ich kriegt das hin. Ich weiß nicht, ob ich am Trippen bin oder ob das hier wirklich passiert, aber ich bin sowas von bereit für die Scheiße. Alles klar, Jungs. Packen wir's an. Tatsächlich zurückgekommen. Das hätte ich nicht gedacht. Pass auf, du Stück Scheiße. Alles, was ich habe auf dieser Welt, sind meine Eier und mein Wort. Und beides wird nicht brechen heute. Glaub mir, wenn ich mit dir fertig bin, wirst du weder das eine noch das andere haben. Hast du die Glocke nicht gehört? Oder bist du tatsächlich für Runde 2 zurückgekommen? Sonst hast du die Ehre, als Mann zu sterben. Das wird nicht vielen zuteil. Ich bin kein Mann. Nur ein Kind.